accelerate, shine it so bright like I'm solar. Here in the sun, the moment has come when I feel the hum of the motor. You wanna go for a ride? You better hold tight like you ride a riptide. Hallo ihr Lieben. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe ein bisschen bei mir den Ton nochmal angepasst. Deswegen war ich jetzt auch ein bisschen spät dran, weil mein PC nämlich gerade irgendwie gerade mal so am Beschließen war. Nö, ich habe keine Lust. Ach, das Problem ist, die Möhre gibt so langsam Geist auf. Irgendwann ist mal gut nach den ganzen Jahren. Jetzt wird er doch nicht mehr so. So, erstmal hallo und guten Abend. Heute gibt es dann eben halt mal einen kleinen Einblick zu The Crew 3 Motorfest. So, ich muss kurz mal gucken, ob mein PC auch das ist, was ich möchte. Er braucht halt gerade ein bisschen. Ich muss ihn gerade so ein bisschen bitten. Na komm, mein Quark-Kollege. Ich denke, dass wohl irgendwie ein Update gelegen hat oder so und der PC. Irgendwann muss man gucken. Doch, wir brauchen ein Upgrade. So, ich werde aber trotz allem schon mal ins Spiel gehen. Das heißt also, ein Chat von euch kann ich trotzdem sehen. Das heißt, sollte alles eigentlich sonst von technischer Seite funktionieren, auch wenn der PC jetzt gerade nicht so möchte. Hallo! Schön, dass du da bist. Willkommen zurück beim Motorfest. So, da habe ich dann auch schon mal ein paar Sachen freigeschaltet. An dieser Stelle auch erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Ubisoft für die nette Unterstützung. Freut mich immer wieder. Und ja, hier kann man eben halt sehen, welche Veranstaltungen ich jetzt eben halt so angehen kann. Ich wollte euch jetzt eben entsprechend jetzt einfach mal so einen kleinen Einblick zum ganzen Game mal geben. Werde eben halt so ein bisschen Playlists fahren. Ich habe gestern auch schon mal so ein kommentarloses Video ja mal gemacht. Heute tatsächlich ist es jetzt eher wirklich, wie gesagt, so schon eher der Test. Belohnung abholen. Neue Herausforderung bereit. Okay. Sammle nach jeder Herausforderung deine Belohnung in Herausforderungsreiter des Playlist ein. Hol dir aus dem exklusive Belohnung der Zeitachse. So, was haben wir denn da Schönes? Eine Unterbodenbeleuchtung darf ich mir holen. Nihonno beleuchten, okay. So, da wollen wir mal gucken. Und ich habe da jetzt gerade auch was abgeschlossen. Oh, da gibt es ja schon coole Sachen. Okay, da kann man auch einen Super Ryujin Edition. Ah, da sind auch ein paar nette Sachen dabei. Fahre 10 Minuten auf dem Highway in der freien Fahrt zu dieser Tageszeit. Nacht, okay. 200 km/h im Kongresszentrum. 42 Minuten in dieser Zeit. Nacht, okay. Ein Haufen Zeug. Hallo, Promi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, dass du heute nicht so lange kannst. Ja, ich war leider mal so richtig außer Gefecht. Also mal eben halt davon abgesehen, dass mein Frauchen halt krank ist und ich mich um sie kümmern muss. Das hat natürlich
mich natürlich entsprechend beansprucht. Und dann kommt eben halt dazu, dass ich selber auch krank war. War so gar nicht geil die letzte Zeit, aber es geht so langsam wieder ein bisschen aufwärts. Ich möchte eigentlich auch nach Möglichkeit auch wieder so ein bisschen versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, das ist sehr schön. Danke für die Info. So, ich gehe jetzt einfach mal jetzt prinzipiell jetzt erstmal kurz mal in die Mainstage. So, und zwar einfach mal kurz zur Erklärung. Hier haben wir die Mainstage. Hier hat man auch einen Charakter, den man sich eben halt entwickelt. Das Ganze ist so ein bisschen wie bei Forza Horizon, aber da ist der große Unterschied. Man kann sich hier sowas erspielen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Mustang-Boss. Man kann sich dann entweder gegen Bargeld, wenn man möchte, Pakete kaufen. Man kann aber auch eben halt EPs sich verdienen. Wenn man eben halt hier zum Beispiel dieses American Pop Culture eben halt spielt. So, man kann auch, wenn man möchte, hier auch eigene Autos anmelden. Die kann man dann eben halt bewerten lassen. Ich kann hier zum Beispiel auch hingehen und zum Beispiel Daumen hoch geben und solche Scherze. Und dadurch verdient man sich dann eben halt auch Zeug. So, ich muss mal kurz mal auf meinem Kanal mal eben. Jetzt tut sich doch endlich mal was auf meinem PC. Die olle Möhre. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, irgendwann wird es mal echt mal Zeit für einen neuen Rechner. So, aber kommen wir einfach mal zu des Pudels Kern, wie man so schön sagt. Und zwar will ich nämlich eben halt mal da reingehen, wo sich natürlich drum handelt. Rennen. So, nochmal kurz gucken. Da habe ich schon mal meine Schüssel, die ich mir erspielt habe. Schließen wir diese Playlist ab. So, was eben halt sehr cool ist, muss ich sagen, ist, man kann viel Fortschritt eben halt auch aus The Crew 2 dann eben halt mitnehmen. Und, so, jetzt sehe ich auch mein Chat auch. Ja, das habe ich schon fast gedacht, aber ich denke mal, mit der Verbindung, die du hast, mindestens einen leichten Aufbesuch zu gehen. So, jetzt bin ich natürlich neugierig. Jetzt möchte ich mal eben kurz gucken, was ich jetzt gerade für eine Unterbodenbeleuchtung bekommen habe. So, mal gucken. Tunic-Teil? Nee. So, Prestige. Reifen, Rauch, Nitro. Unterbodenbeleuchtung. Ich habe doch gerade irgendwie so eine... Wahrscheinlich nur fürs passende Auto, schätze ich mal fast. Okay. Aber manchmal ohne. Ja, das kann natürlich sein, ne? Das ist natürlich, guck mal, man muss überlegen, wir haben Sonntagabend, sind natürlich viele im Netzwerk, natürlich. So, hier auch ähnlich, eben halt wie beim großen Konkurrenten. Dass man hier eben halt auch Skins erstellen kann, laden kann und so weiter und so fort. So, ich werde aber heute eben halt einfach auch mal in Playlist gehen. Ich habe jetzt gestern Abend oder, naja, Nacht auch ja schon kommentarlos ein bisschen was gespielt. So, was die Musikauswahl des Spiels angeht, dazu auch kurz noch ein Buch. Ich bin jetzt im Streamer-Modus. Das heißt, die Musikauswahl ist jetzt nicht ganz so groß. So, dann will ich jetzt mal kurz gucken. Machen wir mal eine Playlist. Ich habe da gerade jetzt auch einen Vorschlag bekommen von meiner KI. Sehr schön. Und ich muss sagen, ich mag dieses Game wirklich. Das ist richtig cool. Das ist, ja, so ein bisschen so, als wenn Forza Horizon irgendwie ein unehrliches Kind gekriegt hätten, so ein bisschen. Und das Ganze. Und das Ganze dann auch ein bisschen mit. Und übernimm das Steuer einer Legende. Oh, jetzt aber. Das Ganze dann aber eben halt auch mit diese Test Drive Unlimited. Vielleicht erinnern sich ja einige von euch. War damals ja auch ein sehr geiles Spiel, auch mit offener Arbeitskarte. So, das heißt, ich gehe jetzt auf den Vorschlag gemäß dann einfach mal jetzt in die Porsche Playlist. Und das Ganze ist unfassbar geil in Szene gesetzt. Werdet ihr gleich sehen. Oh, da ist einer mit Lightning. Weil man kann ja auch unfassbar viel variieren. Ich habe jetzt zum Beispiel eigentlich noch 4 Kilometer zu fahren. Aber, wie man The Crew ja kennt, auf wie geht's.
Und ich muss wirklich sagen, so jetzt im Renngenre, das ist wirklich so echt richtig geiles Game, was mich wirklich seit langem wieder richtig abholt. So, Steuerung ist halt arcade-mäßig so eben halt erstmal ein bisschen ungewohnt, wenn man eben halt von Simulationen oder sonst was kommt. Aber die ist auf jeden Fall besser geworden als im Vorgänger. Und der Sound ist geil. So, dann eben halt, wie gesagt, was Musik angeht, habe ich jetzt natürlich mit dem Streamer-Modus etwas begrenztere Auswahl. Aber der Soundtrack ist echt gelungen. Also man sieht es, glaube ich, auch so schon. Man hat wirklich das Auto toll unter Kontrolle. So, auf geht's. Porsche Story. Aber ich werde mal eben schnell mal auf ein standesgemäßes Auto mal eben wechseln. Ist zwar jetzt nicht so ein altes Schätzchen, aber da habe ich jetzt gerade mal Bock drauf. Ne? Nee, das ist er nicht. Ah, wollen wir das gute Stück. Da. Yay. Den habe ich auch schon ordentlich zurechtgetunt in seiner Klasse. So, auf geht's. Und los. Ich halte mal kurz die Backen, zieht euch das Intro rein. Also diese Intros sind echt geil von dem Game. Die Intros, die sind alle so cool gemacht. Der 911er ist so vielseitig. Uns blieb nichts anderes übrig, als ihn dir zu zeigen. So, ich werde dann auch auf jeden Fall mindestens eine Playlist heute auch mal eben durchziehen. Mal gucken, wie es so von der Zeit ist und wie ich mich selber halt fühle. Wie gesagt, ich bin halt noch ein bisschen angeschlagen. Aber würde ich echt gucken, dass ich ein bis zwei Playlists wohl so schaffe heute. So, also, dann geht's jetzt auf. Auf zum nächsten Ziel. Porsche hat uns einige sehr interessante Modelle zum Ausprobieren geschickt. Die Überführung von Stuttgart nach Hawaii hat länger gedauert als erwartet, aber nun sind sie da. Oh, 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 da war ich. Die Marke Porsche steht für Kraft und Leistung, aber ebenso für Eleganz und Stil. Also am Steuer eines 911ers musst du dich auch entsprechend verhalten. Oh, fuck. Ah, naja, gut. Aufgabe bestanden. Besonderes Fahren erhältst du einen Bonus. Je sauberer du unterwegs bist, desto größer fällt dein Bonus aus. Also fahre unfallfrei, gib Acht auf das Auto und schlag deine Gegner mit Finesse. Hey. Da wären wir. So, 911 Arrival. Ich habe jetzt vom Schwierigkeitsgrad schon eben halt einen gesteigerten, also einen relativ hohen. Ich bin da über Mittel am Stehen. Ich weiß nicht, ob das als schwer schon gewertet wird. Ja.
Geil gemacht. Oh, das ist auch mal so ein richtiger Klassiker. Den Performance-Modus laufen und die 60 Frames werden auch wirklich stabil. Also das läuft toll. Oh, komm Leute! Dann nehme ich mir die ganzen Punkte weg. Nicht schlimm, geht auf. Der Mutschrabber. Bitte lass das Auto ganz. Was auch das her? Oh. Das ist jetzt ein Video. Okay. Vierter Platz. Konzentrier dich. Und Bommi, wie ist bei dir so die Wertelage? Da muss man sich aber jetzt schon was konzentrieren. Jetzt mit dem alten Schätzchen da. Die neueren Modelle hier da irgendwie kriegen muss. Aber er fährt sich, muss man sagen. Also wenn man sich ein bisschen einspielt bei dem. Wie gesagt, also es hat auch wirklich so seine ganz eigene Fahrt. Man braucht wirklich erstmal eben ein paar Minuten, um sich dran zu gewöhnen. Weil es wirklich eben halt anders ist, wie jetzt, ich sag mal, Genre Rival Need for Speed. Aber auch wiederum anders als zum Beispiel in Forza Horizon. Ist aber schön arcadisch, wenn man sich da immer ein bisschen reinfühlt, kann man es auch wirklich gut spielen. Das habe ich auch besonders gemerkt, auch bei der Japan-Playlist, als man dann auf den Drift gegangen ist und so weiter. Ach komm schon. Gibt's doch nicht! Ich lebe nicht da vorne. Haben müssen. Von daher habe ich erstmal zu viel. 1,5 für eine Sekunde. Naja. Na, ich kriege jetzt halt natürlich aber auch Boni für den Schwierigkeitsgrad, wenn ich fahre. Entschuldigung.
Aber da kriege ich jetzt eben halt nochmal Teile fürs Auto, dass man eben halt so populär fährt. So, wieder zurück zur freien Fahrt. Sehr gut. Und ab zur nächsten Strecke. Aber die Reise ist noch nicht vorbei. In den 60ern und 70ern haben Amateure ihre Porsche 911 für Rallyes in ganz Europa getuned. Das zeigt die Vielseitigkeit dieses Autos. Oh, ich bin mal gespannt, ob ich den Porsche fahren darf. Um nicht übertrumpft zu werden, optimierte Porsche selbst seine 911er für die Rallye-Strecke. Wäre natürlich ganz cool, weil vorhin im Trailer war er zu sehen. Na? Aber gerade eben. Er verkaufte den 959er damals für $225.000. Heute zahlt man locker 6 Millionen dafür. Pass gut darauf auf. 959, geil. Sehr, sehr seltenes Modell. Man kann auch wirklich ganz klar sagen, auch wenn das jetzt vielleicht so den Eindruck macht, es ist wirklich keine billige Forza-Kopie. Dafür ist das Gameplay einfach zu anders, auch vom Setting und auch von so diesem Gefühl, was dieses hier rüberbringt. Ist das wirklich doch so weit wirklich zu unterscheiden, dass man wirklich klar sagen kann, das ist jetzt nicht irgendwie Copy-Paste oder so. Es ist wirklich doch schon ein eigenständiges, cooles Game, weil viele, ich habe das eben halt in vielen Kritiken und so weiter auch gelesen, dass manche meinen, oh nee, hier einfach Copy-Paste, Forza Horizon, no. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht. Rally und V. Und ich auch sauberes Fahren natürlich. Oh, der zieht aber schon besser. Der zieht aber mal ganz anders. Ich glaube, jetzt wieder ein bisschen was raus. So, technisch finde ich das Ganze auch sehr schön. Auf jeden Fall im oberen Niveau, was die Grafik angeht. Vor allem, wenn man eben halt auch überlegt, dass das Spiel eben halt auch Multiplattform ist. Das ist eben halt nicht wirklich exklusiv nur für eine Konsole optimiert, wow, sondern wirklich eben halt jetzt für die Current Gen jetzt. Ich spiele hier jetzt für euch gerade die Xbox Series X Version. Hey! Hallo! Mit Rail. Sehr geil. Danke. Das kannst du besser. Oh, nö. Oh, shit. Du hast das Auto im Griff. Freut mich, dass ihr da seid. Moin, guten Abend und so. Ach, das ist doch schön, das ist doch ein Sahnehäubchen. Ja, komm schon. Komm schon, echt an den Vorteil dran. Schon. So, zur Info. Nicht schlimm, geht auf ihn. Ich spiele gerade 2-3 und noch besser. Hey,
Eieieiei, war das knapp. Ja, das freut mich ja, dass ihr da seid. Sehr, sehr geil. So, ja, eben auch für alle, die jetzt gerade neu dazu gekommen sind. Also ich spiele jetzt gerade The Crew 3 Motorfest. Ich mache so einen kleinen Einblick. Und zwar gehe ich hier jetzt gerade momentan durch die Porsche-Playlist. Es gibt eben halt verschiedene Playlists. Und mache mich jetzt gerade an die Porsche-Herausforderung. Das ist aber sehr, sehr geil. Also ich freue mich. So, also geht es direkt mal weiter zum nächsten. Aber die Reise ist noch nicht vorbei. So, im Motorfest ist man... Ruhe, Kraft und amerikanische Motoren gehören zu den leistungsstärksten da draußen. Wir wollten dir zeigen, wie sich Porsche im Vergleich zu den anderen führenden Sportwagen-Ikonen schlägt. Na? So, also hier in Motorfest hat man eben halt Hawaii als Karte. Und ich habe es gerade schon gesagt, bevor ihr da wart, also viele sind ja eben halt entsprechend auch gerne am Mokieren gewesen. Von, ja, das ist halt hier so ein bisschen so ein Forza Horizon Rip-Off. Ich muss sagen, nein, ist es nicht. Tatsächlich vom Gameplay, vom Gefühl her, ist es wirklich tatsächlich was ganz anderes. Du fährst einen Porsche 911 Turbo 3,6, einen der bekanntesten Sportwagen der Welt. Ja, der 36er kann schon. Du machst dich auf echte Muscle-Car-Monster gefasst. Du trittst gegen starke Muscle-Cars an, aber immer noch in einem Porsche. Also pass gut auf und vermeide Kollisionen, so gut es eben geht. Das ist echte Herausforderung. Da jetzt die ganze Zeit noch sauberes Fahren. Ich finde auch, dass die Hawaii hier echt toll umgesetzt hat. Fällt mir richtig gut. So, dann eben halt auch als Info, wie gesagt, hatte ich heute auch schon mal. Der Soundtrack, der jetzt läuft, das ist eben halt jetzt ein Streamer-Modus-Soundtrack. Das ist jetzt eben halt nochmal im Game an sich dann auch um einiges umfangreicher. Und das Spiel ist jetzt an diesem Wochenende released worden. So, dann gucken wir mal. Was haben wir da Schönes? Oha! Okay. Corvettes, Camaros. Oh, das ist aber schon ein klassisches Modell. Der Porsche, der müsste irgendwie noch aus Anfang der 90er sein. 80er, Anfang 90er meine ich das. So, dann eben mal, wie sich das für einen Arcade Racer gehört, hat man auch Nitro. Alter! Der Sound ist schön getroffen. Von dem Wagen. Ist schon recht nah an. Aber genau. Wow! Halt ran. Und wie gesagt, es läuft butterweich. Ich habe das jetzt im Performance-Modus auf der Series X mit 60 Frames laufen. Und tatsächlich, ich habe auch noch keine großartigen Bugs entdeckt. Also wenn ich mir überlege, dass was Forza Horizon tatsächlich anfangs manchmal wirklich für Probleme hatte. Und wir sind hier jetzt wirklich eben halt direkt nach dem Release-Fenster und das Game läuft einfach richtig gut. Mir eben halt auch schon in der Beta und auf die habe ich tatsächlich auch schon spielen können. Und ich muss auch wirklich sagen, dass es auch definitiv das stärkste der Crew geworden ist. Und ich finde es um einiges besser als jetzt wirklich den Hauptgenre Konkurrenten Need for Speed, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast das Auto im Griff. Macht echt noch mehr Laune. Nein! Oh, das kannst du besser.
ballern aber auch oben hier rein. Stark. So, dass wenn man das Auto noch nicht gewohnt ist. Komm, zweiter. Das ist auch schon mal was. Ui! Alter! Ja, der muss noch ein bisschen zwicken jetzt. 63%. Nein! Da habe ich aber hart verkackt. So, mal eine Rücksprung. Ich versuche die eigentlich so wenig wie möglich zu nehmen, weil online versuchen, das eben halt gegen andere Spiele spielt, hat man es ja auch nicht. Oh, das wäre jetzt zu schade um den Platz. Weil ich habe eben halt schon recht fordernden Schwierigkeitsgrad drin. Komm, Kette. Komm schon. Sekunde Vorsprung, das ist jetzt nicht viel. Selbst jetzt die Lizenz frei, finde ich ganz geil, muss ich sagen. Fällt mir gut. Auf jeden Fall später mal gucken, wie der Track heißt, der gerade läuft. Der gefällt mir. Oh ne, Kollege, so nicht. Ist geil. Ich glaube, den muss ich mir echt nochmal besorgen. Der ist echt nicht schlecht. Der hat sich schön gefahren. Ein bisschen auf den einspielt. Schöne Street-Klamotten. Kann ich dann gleich mein Audi nochmal wieder mit aufmöbeln? So. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. Dass Porsches in Stuttgart gefertigt werden, oder? Weißt du, was das Autofahren in Deutschland so besonders macht? Ja, Autobahnen ohne Tempolimit. Also haben wir dich mit einem PS-Monster für Hawaii's Highway ausgestattet. Also fahre schnell und unfallfrei. Da bin ich mal gespannt, was die da jetzt um die Ecke kommen wollen. Das ist ja normalerweise ja schon ein recht biestigen Modell, denn ja kommt. Okay. Also das Spiel passt selber auch wohl immer wieder an. Finde ich auch eigentlich ganz cool. War auch schon älteres Modell, eben halt jetzt so aus der GT-Reihe. Der Soundtrack in dieser Playlist ist geil, also ganz ehrlich, also selbst jetzt die Lizenzfreie, gefällt mir gut. Oha! Oha! Alter, was macht das? Oh mein Gott! Ja, komm,
bisschen träge. Alter! Fuck. Dann fragt mich das Spiel, ob ich schwieriger bin. Bei dem muss man wirklich schon ein bisschen das Gas lupfen. Ein bisschen den Kurven besser zu kriegen. Ich werde es hier schwer ganz anders. Der speedet zwar wie blöde. Nicht dein bester Move. Nein. Aber auch echt gerade vor, ey. Wir wollen unbedingt den Bonus schmelzen. Schon. Ich hab die ersten Klasse, da kommt er an mir vorbeigerauscht. Oh komm Leute, echt jetzt? Also der war jetzt schon ein bisschen anstrengender, der war wirklich jetzt ein bisschen träge. Aber daran merkt man aber auch wirklich so, dass ich wirklich Gedanken gemacht habe. Also die Autos fahren sich auch wirklich unterschiedlich. Eben kurz meine ganzen Pfeile mal einkassieren. Hypercar-Teile, geil. Das heißt, ich kann meinem McLaren jetzt noch ein paar Teile verpassen. So, und zwar ist das hier jetzt eben halt so, dass man sich diese Sachen halt erspielt. Die haben eben halt dann auch verschiedene Boni zum Teil. Hier kann man das zum Beispiel sehen, dass man dann zum Beispiel dann eben halt so ein EP Plus teilweise kriegt und so weiter und so fort. Das gab es ja in den Vorgängern, gab es das ja auch schon. So. Und dass man dann auch später Set-Boni hat und solche Scherze alle. So, der frisst mir ein bisschen Höchstgeschwindigkeit, finde ich aber durch die Boni nicht weiter schlimm. Gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Nachdem du Porsche schon auf und abseits der Straße ausprobiert hast, bleibt noch ein Ort. Ja, obwohl Porsche hat ja schon alles Mögliche gebaut. Auf der Rennstrecke glänzen der 911er und seine Technik so richtig. Wir haben den eigens für den Rennsport entwickelten GT3 Cup bekommen. Einen der schnellsten Porsche, die es je gab. Das ist genau das Gerät, was ich privat mal fahren durfte. Das Teil macht Spaß. Na? Denk dran, bei der Playlist ist sauberes Fahren angesagt. Ja, ich weiß. Ja.
Au! Das war nicht mein Plan. Bisschen zurück. Ist aber auch cool, dass man es in der offenen Welt kann mit der Flugspur. Also das überrascht mich. So. Ja, das ist halt die Cup Edition. Ich hatte eben halt den klassischen Grün hatte ich gefahren. Der fährt sich aber schon ganz anders. Der ist auch direkter. Jetzt ist ganz anders als der GT1-Karre. Da merkt man auch, dass es eben halt auch nochmal wieder ein einiges jüngeres Auto ist. Der ist cool, der fährt sich geil. Das ist eine Schikane gewesen. Der fährt sich echt schön. Haben, aber zum Glück, dass es jetzt runden geht. Ja, danke dir für den Lurk, gute Besserung. Danke dir. ich danke dir dafür und ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke für den Lurk. Jetzt hatte ich gerade gleichzeitig den Text gelesen, deswegen. Das ist kein Autoscooter. Ah! Ja, demnächst gibt es aber auch auf jeden Fall wieder ein Jetstream. Also wie gesagt, jetzt auch in den nächsten Wochen. Ich will wieder ein bisschen aktiver wieder werden. Wenn ich doch nur so gut fahren könnte. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich lass das Auto ganz. Cooles Teil, der gefällt mir. Aber auch bei dem, wie gesagt, muss man ein bisschen reinkommen. Das ist auch wieder so ein Auto, wo man sich einspielen muss. Oh, ich habe noch nicht mal die beste Rundenzeit gehabt. Ich denke mal durch meine Hasskurve gerade. Klasse auch schon mal die ein paar Teile, sehr schön. Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht. Das letzte Rennen in unserer Porsche Playlist. Oh, das ist auch ein Porsche Playlist. Nachdem du so viele Porsches gefahren bist, hast du sicher ein Gefühl dafür entwickelt. Lamborghini ist da hinten, sehe ich schon.
Vor allen Dingen, es sind auch wirklich coole Sachen dabei, wie zum Beispiel auch eine Playlist von Super Car Blondie. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch wirklich Konzeptautos dann gefahren werden. Ach, die haben sich auf jeden Fall schon was einfallen lassen. Also neben eben halt diesen Marken-Playlist. Oh, den hab ich jetzt echt nicht gesehen. Ich hab gerade kurz vom PC geguckt. Gegenwetter, ja, ich freue mich schon. Na, dann wollen wir mal gucken. Was kriege ich denn jetzt aufs Auge? Na, ich lasse es mal erstmal so. Also. Carrera 4S, okay. Willkommen. Schön, dass du da bist. Das ist Jake. Er ist hier unser Testfahrer. Lust auf einen kleinen Showdown? Das ist dein Auto. Mach dir diesmal keine Sorgen wegen Kratzern. Fahr einfach so, wie es dir gefällt. Porsche Manager, weißt du eigentlich, ich fahre auf Krawall, wie du das da bist. Da bist du mit dem durch. Ich feiere die Musik hart, ne? Boah, den muss ich erstmal wiederkriegen, ey. Oh, noch gewertet. Das gut. 4 Sekunden. Nein. Neuer Versuch. Ich bin ein bisschen zu mutig. Vierzehn? Kann auch nicht. Ah, ich wollte gerade sagen. Oh mein Gott! Hinten, das sehe ich gerade eben. Oh, da mal kurz auf den Boden. Ich weiß auch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. 7 Sekunden. Alter Schwede. Okay, das ist wirklich erstmal eine Herausforderung hier gerade.
verdammt. Irgendein GT-Modell sein oder sowas, dass ich da wirklich so kein Land sehe. Darf ich also nochmal angehen? Ah. Also, mal konzentrieren jetzt. Ich glaube, ich auch vorher den Tiger im Tank noch einmal her hatte. Jetzt nicht unbedingt ein langsames Auto hier. Also. Ja, jetzt habe ich die Kontrollpunkte verstehen. Ich denke mal, wie das Rennen wahrscheinlich nicht bewertet. Ich muss das, glaube ich, mal eben neu starten. Vielleicht war es auch ein Bug oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist jetzt gerade dauerhafter Stand. Vielleicht früher reagieren müssen oder so. Aber ich schätze mal, dass mit Sicherheit dann das Rennen nicht unbedingt gewertet wird. Na, ich dachte, ich kann vielleicht ein bisschen schneiden. Fährt aber auch arg wohl, ist ja gar nicht. Ich darf mich halt von dem wirklich nicht abziehen lassen. Das war jetzt sein Fehler, sehr gut. Ne, Kollege, dich lasse ich vorbei. Ich muss hier alles irgendwie tun, um dann zu verhindern, dass er irgendwie an mir vorbeifährt. Oh, was hat das denn? Der Kollege ist heftig.
Nee. Noch einmal. Das Rennen, das hat es jetzt echt schon in sich gehabt. Alter Schwede. Dann hoffe ich mal, dass man wenigstens was Cooles für bekommt. Auf jeden Fall schon mal ein paar schöne Street-Teile. Hol dir deine Fahrzeugbelohnung ab. Na, da bin ich mal gespannt, was man bekommt. Als Preis haben wir ein Modell aus der Porsche-Kollektion für dich ausgesucht. Oha. Wie du dir vorstellen kannst, ist uns die Wahl nicht leicht gefallen. Aber wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Porsche 911 Carrera 4S mit Top-Ausstattung. Bereit für die Straße. Ja, das Auto, was ich gerade gefahren habe. Auf jeden Fall wieder was Schönes für die Sammlung. So. Haben die auf jeden Fall schon schön in Szene gesetzt. Dir steht eine Playlist zur Verfügung. So, okay. So, Legacy. Rule the Streets. Oder hier Main Stage. Neue Playlist voraus. Los geht's! Ah, okay. Da kann man jetzt auch gegen andere Fahrer antreten. Hol den Fahrzeug aus dem American Pop Culture Paket, um 10% XP zu erhalten. So, und hier halt Inselerkundung. Ah, okay, so kann man dann entsprechend in die Playlist dann eben halt noch wieder reingehen. Aber ich wollte eigentlich gerne was anderes machen. Ah, das ist alles noch geschlossen. Okay, da sind die Anforderungen noch nicht erfüllt für. Dann noch mal gucken, was brauchen wir denn dafür? Ein Miura brauche ich, okay. Der kostet auch mal direkt 400.000, alter Schwede.
Okay, da muss ich mir einen Taycan für kaufen. Der kostet 450. Alter Schwede. Teuer die Autos. So, Bike. Offroad. Anpassung. So, Tempo. Dreamcast. Ah, hier, da haben wir Supercar Blondie. Geil. Okay, was brauche ich dafür? Das interessiert mich ja jetzt wirklich. Ah, den Egoista, oh mein Gott. Eine Million. Ah. Prinzip dann im Endeffekt, was ich mir bis jetzt erspielt habe, dürfte ich mir dann direkt nochmal eben einmal auf den Kopf hauen. So, was haben wir da denn? Ocean and Sky. Was brauche ich denn dafür? Ein Proto. 250.000 Powerboat. So, ich gehe mal einfach mal auf die Karte zurück. Ich guck mal einfach mal, was das Game mir mal vorschlägt. Nur The Streets wird mir gerade jetzt empfohlen. Ich wette, unser nächstes Abenteuer haut dich von den Socken. Das ist eine einmalige Partnerschaft. Oha. Motorfest arbeitet mit der buntesten Truppe von Auto-Influencern zusammen, die du im Web finden kannst. Donut Media. Ich bin ja eigentlich auch kein Fan von Influencern, aber Donut Media, die müssen wirklich gewonnen werden. Tatsächlich, also da sind schon ein paar Leutchen dabei, die auch wohl echt Plan von uns haben. Mission für Supercar, Ronnie Playlist. Alter Schwede, das ist echt vor. Diese Jungs haben es echt drauf. Ihre Philosophie, dass Autos für alle da sind, und ihre Energie lassen ihre Inhalte herausstechen wie, ich zitiere, ein Pferd in einer Herde Ponys. Hier rennen ja gerade wohl. Na, gucken wir mal. So, ich weiß selber nicht, was jetzt. I got a question for you guys. And buckle up, Buttercup, because it's doozy. Freaking lightning, baby! Boom! That's good! Listen up, you buff horses. I've got seven questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever seen. Here we go. Boom! The car world is made up of rivalries and unanswered questions. You need to settle them once and for all. More power, baby! Will it be easy? I don't think so. That's why I love him. He gives the people what they need to hear. Lightning! And in the end, I need you to answer the biggest question of them all. Who rules the streets? That is the most badass thing I have ever heard of. More power, baby! Das ist Rule the Streets. Los! Na okay, das ist alles also ziemlich in der Stadt alles. Also ich mache auf jeden Fall dann erstmal so diese Playlist überall, wo man sich jetzt erstmal noch keine Autos verkaufen muss.
zum nächsten Ziel. Diesmal bleiben wir nicht in Honolulu. Wir treffen uns mit dem Donut-Team am Fuß des Berges. Dich für ein besonderes Experiment, bevor es in die Stadt geht. Bin mal gespannt, was es in der Playlist ist. James will hier groß einsteigen. So, mal kurz gucken. Also, Ferrari oder Lamborghini? Ferrari and Lamborghini have been rivals since they were babies. It's true. But don't look it up. Before we set up camp downtown, you'll be racing through the countryside in the Italian supercar of your choice. Either the Ferrari F12 Maranetta or the Lamborghini Huracan. Which beast owns the mountain? The Italian Stallion or the Stromboli Bully? Definitiv Lamborghini. The Lamborghini Machine, let's ride! Ooh, schick ist geil. James here. I'm talking to you from this drone. Well, I'm not actually in the drone. That would defeat the entire purpose of a drone. That would be a helicopter. And the Lambo takes, it will follow you the whole time and take some awesome shots for our videos. Not in a weird way. Anyway, have fun. Automobili Lamborghini versus Ferrari. Man, I am so pumped. Hey, no pressure, but these cars are like really expensive, so try not to crash and burn, okay? Und ich wundere, ich bin gerade echt konzentriert. Die Strecke hat sie gerade echt in sich. Dang, dude. What a viewpoint. It really makes you think. Ach, den hat er gegeben. Ach, geil. Ich dachte, ich hab's verkackt. There's gonna be turns. Sorry. Oh shit. Ja, natürlich. Das war ja mal auf echt null. Oh, das macht sich besser. Second thoughts, are we?
shine rules the mountains. Surprise, surprise, you overtook the Ferrari. Why were you behind it in the first place? Schöne Teile. Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Nun, da du das Donut-Team kennst, weißt du vermutlich, worauf du dich einlässt. Glaub mir, die haben noch mehr Überraschungen auf Lager. Jetzt ist die Stadt dein Spielplatz. Und deine erste urbane Herausforderung ist ein wilder amerikanischer Straßenkampf. Im Moment darf ich nicht mehr verraten. Ich habe versprochen, James die Details zu überlassen. Na, dann mal gucken, was da kommt. American Wrestle, okay. Alright, tough boys and girls, you think you've got muscles? Well, how about you take it to the streets in a Chevy Camaro ZL1 or a Shelby Mustang GT500 to find out who's got the biggest GT500. Muscles? Spoiler, it's me. Definitiv den GT500, geiler. Obwohl, schwierig, was meint ihr denn? Bin jetzt gerade echt ein bisschen am Schwanken tatsächlich. Beides geiles Auto. Beides geile Autos, mein Gott. Schwierig, schwierig, schwierig. Hallo? Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, so von wegen Chevy, okay? Ja, komm, nehmen wir den Chevy mal. The Camaro ZL1. Go get that dinner. Na, dann mal gucken, was Teil kann. We're in the muscle car's natural habitat, the concrete jungle. How's it feel? Wow, that's a GT500, huh? Drives more like the GT Stinker. Didn't think muscle cars could turn like that, did you? Strecke. Hallo. Woo-wee! Camaro's eating good tonight. Nom 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 nom. Oh, das ist. Oh ja. Einmal eben schön vor der Bande klatschen. Ey. Woo-wee! Das ist der, ey. Camaro's eating good tonight. Nom 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 nom. Nice job! Feels good to be in the lead, doesn't it? Tell him, you're gonna strike out. Woo-wee! Camaro's eating good tonight. Nom 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 nom. Time to flex that car's muscle. I'm flexing right now, you just can't see it. Okay.
die Steuerung sowieso so ein bisschen träge ist, ist das natürlich extrem kacke mit diesem Spann. Sorry, that's just the drone talking. He's very excited. Don't mind him. Oh, hey! I used to live in that building. Ey, man fährt hier, als hätte man Lack gesoffen, ey. Who's got the buffest American muscles? Let's find out. Let's find out. Oh, komm schon. Wow, that's a GT5. Watch out for that curve. Ey, das gibt's doch nicht. Vor allem im 0-Komma-Bereich. Das ist echt übel. Woo-wee! Camaro's eating good tonight. Nom, 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 nom. Ah, komm schon. Wow, that's a GT500, huh? Drives more like the GT Stinker. Long stretch, dude. Hammer down. Okay, wieso das? Alles in Ordnung? Also die Strecke war jetzt irgendwie gar nicht so geil. Ein paar Spielkarten. Ah, okay. Ach, und auch noch zusätzlich, okay. Was für ein Sieg. Sicher werden viele folgen. Hast du noch Spaß mit Donut Media? Dann lass uns tiefer in ihre Welt eintauchen. Ja, Hauptsache, die tun mir nicht nochmal wieder sowas mit Bande an, ey, weil das war ja jetzt echt gerade nicht so geil. Wirst du den ach so hübschen Nissan 370Z Nismo fahren. Ach, scheiße. Die Schrift hat er mich gesehen. So, dann mal kurz gucken. So, okay, da haben wir wirklich anscheinend nur den Nismo. Nothing is more iconic than low car. Except for high car. In this time attack, you'll get to drive both 370Zs for one lap each on the same track to find out for yourself what the difference between cheap mods and expensive mods really is. Can you beat your own time switching from low car to high car? Show us then. Does more expensive mean more better? I mean, yeah. No. Definitely. Doesn't. We did it in real life. Auch mal eine Idee im Vergleich. Hot shot. Let's see what you can do with that setup coming straight from the sail rack. Give it the beans!
das ist jetzt anscheinend jetzt wirklich erstmal reines Zeitfahren hier. Scheint ja viel da los zu sein in deiner Gegend, oder? Thingy, brakes, tires, suspension, exhaust. Only the best for my baby. Here comes the straight line. Time to put that Nismo high car to the test. Punch it! I know you're focused on driving right now, but I just want to call out that I'm doing a really good job flying this drone. It's my first day. Nailing it. Na, den Unterschied merkt man heftig. Ja, so beim Nachkorrigieren oder sonst was ist manchmal echt noch ein bisschen träge. Auf dem muss ich die Steuerung noch ein bisschen einstellen oder so. Ist aber auch tatsächlich wirklich auch sehr aufgefallen. Mal gucken, was sie mir jetzt antun. Was für ein Sieg. Sicher bin. Du weißt ja, beim nächsten Event bleiben wir im städtischen Bereich. Aber wir drehen etwas an der Intensität. Motorfest hat Donut Media mit zwei unfassbaren Autos ausgestattet. Und wie ich James kenne, fällt ihm dazu sicher was ein. Ich weiß, ich sollte die Details eigentlich für mich behalten, aber es ist einfach zu verlockend. Stell es dir vor. Downtown Hypercar Rennen. Okay. Oh, gucken wir mal, was wir ein schönes kriegen. Hypercars, das klingt doch auf jeden Fall schon mal interessant. Wo steht da? Önig, Königsegg oder Bugatti? Boah. More power, baby! Motorfest gave us two hypercars with more power than anyone would ever need. Choose between the Bugatti 138 and the Koenigsegg Jesko and race through downtown Honolulu. Which car will set the new downtown speed record? And who will split an order of shaved ice with me? Hey, can we get some shaved ice on set? Oh yeah, good luck.
Ich bin ja halt so ein bisschen auf dem Bugatti, weil der nämlich Allradantrieb. Königsegg ist natürlich auch auf jeden Fall eine Ansage. Ich nehme mal den Bugatti. Also wenn ihr nichts anderes sagt, dann würde ich den Bugatti nehmen. Whoa, someone woke up in a new Bugatti. Ich bin halt ein Fan von Allradantrieb, deswegen also. Mal gucken. Kranker Style. This comes with some pretty sweet perks. Check out these two spaceships they lent us. Oh mein Gott, ist das kranke Geschwindigkeit. Ja, sicher. Is too fast. You are a psychopath. I love you. Oh, wie fährt denn der sich? Das Rennen hat sich schon mal direkt erledigt. KI wegzieht, das ist ja abartig. 9 Sekunden, klar. After the docks, how about a little tour of the countryside? Ich bin auch im Leben nicht mehr aufgeholt. Really nice neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values, though. Hol ich niemals wieder ein. Indem man mich da am Anfang so abgedrängt hat. So viel Geschwindigkeit gekostet. Das war eine Sekunde nochmal wieder rausgeholt, aber ich glaube nicht, dass ich den noch kriege. That you guys are destroying the previous downtown speed record, but which car's gonna set the new record? The suspense is killing me. I gotta sit down. ...350 kilometers per hour in the city? I don't know, that's gotta be at least 100 miles an hour. Naja, immerhin noch wieder ein bisschen was rausgefahren, aber Charlie. The way you passed up that Jesko is like the way my father passed up enjoying life with me. Yeah, first place. Oh, mal gucken.
übelst mal auf jeden Fall gerade eben halt dieses Tunnelstückchen, was du schlecht einschätzen konnte. Partnering with Motorfest comes with some pretty sweet perks. Check out these two spaceships they lent us. Wenn wieder wegzieht, das ist doch abartig. This car is too fast. You are a psychopath. I love you. Das denn bitte? After the docks, how about a little tour of the countryside? Krieg ich niemals rausgefahren, glaube ich. This is a really nice neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values, though. Kann ich schon direkt neu starten. Oder Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen runterdrehen, weil das ist ja abartig, das ist ja nicht normal. Oder ich probiere den Königsack mal aus. More power, baby! Motorfest gave us two hypercars with Probieren wir den mal. Koenigsegg Jesko, bold choice, bold. I meant bold choice. Wahrscheinlich zieht mir ja gleich die Nase der Fugazi gleich weg. Jesko, den habe ich schon bei Sportler nicht umgekehrt, weil der unfassbar träger war irgendwie. Motorfest comes with some pretty sweet perks. Check out these two spaceships they lent us. Okay. Trying to go well, just that car is done. This car is too fast. You are a psychopath. I love you. Der fährt sich besser tatsächlich. Honestly, I think we all just need to chill out. Ja, der Bugatti holt's dann halt aus der Endgeschwindigkeit raus. Oh. Naja, Versuch. I'll respect the car. Oh, das gibt's doch nicht. Komm, mach's nochmal. Was war das denn? Ach, boah, meine Konzentration geht auch so langsam irgendwie flöten. Oh Gott, kriegt man denn sowas hin? Ah, das ist ein wirklich nice Neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values though. Ja.
Ach Gott, das gibt's doch nicht, Mensch. Mach's nochmal. Downtown speed record, but which car's gonna set the new record? The suspense is killing me. I gotta sit down. ...350 kilometers per hour in the city? I don't know, that's gotta be at least 100 miles an hour. Ich habe ein Häkchen dran. Hab ich grad gesehen. Einmal versuche ich noch. Raus ist. Wenn er erst einmal raus ist, weil das Auto ist so träge. Nachjustieren muss oder so. After the docks, how about a little tour of the countryside? Oh, wieder das Ding. This is a really nice neighborhood. Pretty sure you're ruining the property values though. Das gibt es doch nicht, Mensch. Oh.
Wiederholung. Destroying the previous downtown speed record, but which car's gonna set the new record? The suspense is killing me. I gotta sit down. Ah. 350 kilometers per hour in the city? I don't know, that's gotta be at least 100 miles an hour. Mann, das hat auch Nerven gekostet, halt. Verdammte Axt. Alter Schwede. Mann. Dann auch nur eine Sekunde. Na, nochmal ein paar Teile gekriegt. Holla, die Waldfee. Schönes gekriegt. Jo, 93er Sachen. So. Boah, das Rennen war heftig, ey. Das nächste Ziel, Diamond Head. Los geht's. Keine Zeit zum Surfen. Wir driften. Komm, mach's nochmal. Komm mal, merk auch so. Langsam. Dass die Konzentration ab ist. Lieblingsgefährten. Deswegen, ich werde jetzt auch nach der Playlist, werde ich dann für heute auch Schluss machen. Oh. Alter. Weil doch hier so langsam die Konzentration wegbröselt. So, was haben wir denn? Evo X, okay. Now's your chance to get sideways, muchacho. You'll be drifting this Mitsubishi Lancer Evo X up and down the corkscrew. The only one you're competing in this challenge against is yourself. Just like in life. Can you get all steezy with your slide? And how long can you maintain your drift? Okay, dann mal gucken. Go drift, my friend. Go drift to your heart's content. This place is amazing. It's like a playground for drifters. You know, that's what they say about Los Angeles these days. Das Auto muss man sich erstmal gewöhnen. Zum Driften. Lancer Evo. My friend said it was the fastest car that he's ever driven. What's up, Dan? I bet you never thought you'd be in a video game. Ah, schade.
Can you drift as long as the Kentucky Cobra? I gotta know! This is gonna make a dope video. You should subscribe to Donut Media. I'm serious. Ja. Go do it. War jetzt nicht gut. Aber egal. Gut war das nicht. Also ist auf jeden Fall noch steigerungsfähig. Und da habe ich schon ganz andere Punkte zum Teil reingefahren beim Driften. Glückwunsch! Dann mal weiter zur nächsten. Zu rasen macht ganz sicher unglaublichen Spaß. Aber für die echte Herausforderung ist das Tempo nicht entscheidend. Habe ich zu spät gestartet? Also, du musst zum Flughafen von Honolulu und dort auf die Rollbahn, um es herauszufinden. Diesmal erwartet dich das Team mit einer ganz anderen Art von Auto. Einem leistungsstarken Pickup von Ford, dem F-150 Raptor. Okay, was soll ich denn jetzt mit dem Raptor auf dem Flughafen? Ich hätte jetzt auf irgendwas gerechnet, jetzt irgendwie was extrem schlimm. Halt, stopp. Ich hab das von einsammeln gerade. Kleine Pili-Dinger sind das. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab zwar wohl die Marker gesehen auf der Karte. Du bist gleich da, also sammle dich. Du musst konzentriert und geschickt sein. Das hat ja gut geklappt. Na, wundervoll. So we know you're a capable driver. What if you don't have any brakes? You'll be driving this Ford Raptor SVT, and I say driving, but you're stuck in cruise control, and you cannot use your brakes. Oh. Okay. And did I mention every lap you get faster? So how clean can you drive when slowing down isn't an option? Everyone's going the same speed. That's right, your cruise control is locked and you've got to weave through a whole bunch of cones.
but don't even think about touching them. This is simple. Each cone that you touch gets you a penalty. Make a perfect lap and you get a big old bonus. 5 points, okay. Imagine each cone is the cutest, buffest horse you've ever seen. You wouldn't run over a horse, would you? Nay, sir. Nay. Get my soy sauce a bit. Well, I guess that's one lap. Good job. Angenehmer, weil ich wohl natürlich jetzt einen besseren Überblick habe. I don't know if your robot assistant told you, but I may have forgotten to install the brakes. Oh, komm! Was zum? Und das für einen Grund. Ich freue mich. Oh, ich habe trotzdem einen erwischt. I've got your mom on speed dial, so you better keep your driving clean and tight. Clean can you drive with no brakes? Well, I'm starting to get an idea. Oh, God. Gar nicht rum. Clever girl. Get it? Get it like in the movie? Der lenkt einfach nicht ein. Ich will einfach nur hinter mich bringen. Also das gefällt mir mal überhaupt nicht. Alter. Mit Sicherheit gibt's da irgendwie einen Trick bei, ganz bestimmt. Aber ich bin hier jetzt gerade wirklich. Ich bin voll nach links am Ziehen und das Auto tut nichts. Kommt einfach nicht rum. The Raptor is out of the park. Also das fand ich jetzt mal so irgendwie weh. Die Idee ist vielleicht nicht schlecht. Gibt auch bestimmt einen Trick dabei. Ich denke, man muss vielleicht wirklich ganz genau den richtigen Winkel treffen oder so. Mit Sicherheit. Naja, zumindest ist jetzt so, dass er mir jetzt wirklich nicht irgendwie halt das Weiterkommen verweigert wird oder so. Also dann ist das auf zum nächsten Event. Ganze noch okay. Playlist geht ihrem Ende entgegen. Ich bin gespannt, was die Donut Crew aus den unglaublichen Szenen macht, die sie mit dir gedreht haben. Ja, ich bin auf Karte konzentriert. Sie packen schon ein. Doch vorher haben sie noch eine Herausforderung für dich. Ein letztes Kräftemessen. Ein kleines, unverfälschtes Straßenrennen mit zwei Autos, die das berühmte deutsche Know-how verkörpern. Mist, ich habe schon wieder zu viel verraten. Tu einfach so, als hättest du nichts gehört, ja?
Ja, ich merke auch wirklich gerade, dass wirklich echt meine Konzentration wirklich langsam ans Ende kommt. Ist halt, weil ich eben halt auch ein bisschen angeschlagen bin und dann jetzt eben halt bei den Geschwindigkeiten danach her und so weiter, dann ist, lässt das irgendwann blöd. So. Da wollen wir mal kurz gucken. Audi oder BMW? Ja gut, für mich stellt sich die Frage nicht. You can't say enough good things about German engineering. I've tried. In this final face-off, two powerhouses battle it out in the streets of Honolulu. Audi R8 Spider head-to-head with BMW M4. Who could ask for anything more? Let's find out once and for all. Who rules the streets? Also die Frage stellt sich für mich überhaupt gar nicht. Audi R8 Spider, okay, sure, prove me wrong. Fährt sich aber gut. Den mag ich. Also, der ist cool. Der ist auch im Drift ganz gut zu kontrollieren. These two German Speedsters definitely pack a punch. Hawaiian punch. Is that even from Hawaii? Also, man kann ihn auch schnell wieder kontrollieren, wenn er ein bisschen ins Rutschen kommt. Aber der gefällt mir gut. Anscheinend nämlich aus der Zeit raus. Hold on to your butts. Der gefällt mir echt gut. Der ist toll. You're driving to get us the final answer. There can only be one.
geil, mal den Überblick gekriegt. Cooles Teil. Don't mess up. Der gefällt mir richtig gut. Der ist cool. Also nachdem man sich da wirklich jetzt so ein, zwei Runden teilweise auch wirklich ein bisschen gequält hat, aber der hat sich jetzt wirklich schön gefahren. Der hat Spaß gemacht. So, aber mal gucken, was man da jetzt dann auch für rauskriegt. Du hast die Playlist-Belohnung noch nicht abgeholt. Das war eine aufregende Fahrt. Aber ohne deine herausragende Leistung wäre es nur halb so unglaublich gewesen. Deshalb wartet beim Container ein besonderes Auto auf dich. Das Donut-Team hat es für dich ausgesucht. Du willst wissen, welches? Eine atemberaubende Chevrolet Corvette C8. Mit einem Twist. Also hol sie dir ab. So, noch mal gucken, was kriegt man da jetzt Schönes. Weil C8 mit Twist. Eine Playlist steht bereit. Probieren wir sie aus. BMW, okay. Liberty Walk. Okay, was haben wir da? Rule the Streets, da war ich ja, glaube ich, schon. Eine Playlist steht bereit. Probieren wir sie aus. Ah, okay, da ist dann jetzt entsprechend jetzt wieder so... die Freischaltung dann entsprechend für die Herausforderungen und so. Hello! Ja, soweit gut. Ich bin jetzt aber auch gerade tatsächlich, ich komme jetzt gerade zum Ende. Weil bei mir die Konzentration jetzt nach Krankenhausaufenthalt ist, weil ich alle so langsam echt nachlässt. Also ich bin jetzt echt so langsam echt gar. Mit einem anderen Aspekt der Automobilkultur, und dem Autotuning. Was haben wir denn da? Hier. Sieht schon sehr abgedreht aus, das Ding. So, ich gehe mal kurz mal hier mal eben hier in den Car-Meet. So, wo haben wir das denn? Da. So, da hat man nämlich jetzt die ganzen Soundeffekte von den anderen Autos noch irgendwie um sich rum. So, ja, auf jeden Fall, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ja, also wie gesagt, also jetzt so letztendlich zum Spiel dann auch mal einfach mal hinzukommen. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also Kohle kriegt man auf jeden Fall zusammen. Ja, also generell erstmal zum Spiel. Also es positioniert sich auf jeden Fall, ich sag mal so, in der Reihe von den Arcade-Racern. Da eben halt wirklich zwischen Forza Horizon, Need for Speed und eben halt auch so ein bisschen, finde ich, wie damals das auf Hawaii, das... Gott, ich habe den Namen vorhin sogar noch gesagt. Na, fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Das ist natürlich üblich, wenn man auf den Schlauch steht. Also vom Fahrerischen her auf jeden Fall wirklich ein ganz klarer Arcade-Racer. Das heißt also, so simulationslastig oder sowas darf man hier natürlich nicht suchen. Fährt sich aber schön flüssig. Ich habe selber auch keine Bugs bemerkt jetzt irgendwie im Performance-Modus, den ich mit 60 Frames laufen lassen habe. Soundauswahl ist toll. Ich habe jetzt tatsächlich den Streamer-Modus ja angehabt. Das heißt also, viele Tracks sind eben halt dann entsprechend jetzt so natürlich jetzt im Video natürlich nicht zu hören gewesen. Und ja, das Ding, das macht echt Spaß. Ich finde auch, dass die Playlists wirklich toll in Szene gesetzt sind. Also zum Beispiel jetzt gerade die letzte hat mir zwar nicht so gelegen, aber die anderen davor, die ich so gespielt hatte, fand ich eigentlich gut. Die waren alle ziemlich geil. Und da waren wirklich richtig tolle Sachen mit dabei. Autoauswahl ist toll und man kann sich eben viel erspielen.
Und ja, im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, ist es wirklich auf jeden Fall ein starker Titel, eben halt jetzt auch gerade besonders jetzt in der Clue-Reihe. Und dementsprechend, also ich kann definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen, wenn man da wirklich drauf Bock hat. Und ja, ne, also wenn ihr drauf Turn habt oder sowas, also vielleicht sieht man sich ja mal auf der Strecke oder so. Ich finde das Spiel ziemlich cool. Auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten und wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und noch einen restlichen schönen Restsonntag. Und würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Und auf den gängigen Plattformen mache ich dann natürlich wieder entsprechende Postings, wo ihr dann eben halt sehen könnt, was so als nächstes dann an Gaming noch kommt. Und bald gibt es wieder was Neues. Also wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.